Guten Tag. Guten Tag auch. Ich bin der Manu. Ich bin der Michael. Wir spielen immer gerne PlayStation. Am liebsten spielen wir Hogwarts Legacy und wir fangen jetzt damit an. Und das ist der Menü. Und da oben ist die Laute. Viel Spaß mit dem Hütti-Zock. Die dynamische Anmoderation. Okay, jetzt geht's los. Hast du schon eine Idee, was wir machen können? Wir könnten natürlich dem Hauptvortrag folgen. Mhm. Mit dem Porträt vom Eldritch. Wir haben noch kein Begrüßungslied gesungen. Na gut. Hallo, ich bin der Minu. Ich heiße euch hier willkommen in meinem Hogwarts drin. Nanu. Mit meiner Laute mach ich geile Mucke. Ich hab den Mund schon voller Spucke. Aber meistens hör ich Techno und gar nicht lauten Musik. Da fällt mir kein Reim ein. Da musst du überlegen. Wie ein Schwein rein. Ich glaub, auf das Wort reimt sich nur der Krieg. Ja, oder auch nicht. Wir fangen jetzt mal an. Ah, es war wieder ein schönes, trauriges Lied am Anfang. Das macht Minu gerne, wenn er, bevor das Spiel losgeht, singt der Mann, ne? Ich meine, singt er beim lauten Mann. Ja, ich finde das auch gerechtfertigt und ich finde diesen Drachen, der da richtig geil in seinem Wandbild. Das sieht aber wirklich geil aus. Das ist schon ziemlich cool. Das ist cool. Oh, nein. Wir laufen erstmal dem Strich hinterher. Ja, denn wir folgen ja gerade der Mission, die da heißt Rede mit dem Porträt von Eldritch Diggory. Diggory. Oh. Ich finde das so cool, dass Namen immer eingebaut werden, die wir kennen. Verstehst du? Ich mag dieses Schloss. Guck mal, du kannst da interagieren. Ja, weil wir haben jetzt Feuerzauber, ne? Ah, hier sind wieder Zahlen drauf. 1 bis 4. Ach, kein Rätsel. Ich glaube, das ist ein Rätsel. Ich habe keinen Bock auf Rätsels. Das Rätsels Lösung. Da sind wir noch nicht klug genug für. Das ist wohl wahr, aber na gut. Okay. Meinst du, das ändert sich irgendwann? Ich kann ja zumindest mal anzünden, oder? Weil das ist ja extra zum Anzünden da. Okay, ist irgendwas als Geräusch gemacht. Lass das in Ruhe. Das ja komm, anzünden ist ja wohl angesagt. Anzünden, aneskalieren. So, Minu, jetzt lauf doch mal hier deinem Lieblingsstrich hinterher, damit du weißt, wo es überhaupt alles erstmal hier stattfindet. Treppe hoch. Nee! Die Nelly, lass mal jetzt mal da. Die steht auch noch nachher. Komm, wir wollen jetzt mal ein bisschen die Story vorantreiben. Ich bin ganz heiß, was das Porträt vom Eldritch Diggory sagt. Oh! Das Lieblingswappen. Und was heißt das? Der Drache schläft und schnarcht, bis du aufwachst. Ja, ungefähr. Komplett richtig. Ah, da ist wieder so ein Schrank mit so einem Schlüssel, den man verfolgen soll. Können wir nicht. Ich dachte, hätte gedacht, hier wäre bestimmt was. Aha, das nehme ich. Kitzle niemals einen schlafenden Drachen, wussten wir doch. Ja komm, da wissen wir jetzt, wo er hinführt. Das ist ein Meter. Na komm. Die Kiste, die nehmen wir, die lassen wir uns nicht entgehen. Der Minu ist aber auch ablenkbar. Der ist halt ein... Da summt einmal so ein Schlüssel durch die Gegend und zack ist er weg. Der ist auch ein, Schlingel. So, genau, und ein Achievement Hunter, der will alles einsammeln. Das ist ein Achievement Hunter, ja. Oh, da hat er vorbeigehauen. Ach Minu, da müssen wir ein bisschen üben. Yes. Oh, richtig erschreckt, dass ich es geschafft habe. Endlich wieder meine Hausmarke. Okay. Jetzt aber nicht mehr bummeln, Minu. So. Der alte Bummler hat schon 5 Hausmarken und... Dem Gareth rede ich nie wieder. Ja, der Gareth war ein blöder Jan. Oh, guck dir mal dieses schöne Bild von dem Typ mit seinem Schloss in der Hand an. Oh, das ist doch einer von den Gründern. Aber das ist der komplette Gründer, der hat alle 4 Gehäuser. Ja, ja. Unten ist der Lachs, der Löwe, die Schlange und oben ist der Raben. Ein Regenwurm sehe ich jetzt nicht, aber der ist ja bestimmt auch irgendwo. Ja, die vergessen immer den Regenwurm. Was haben Sie jetzt? Die sind so dusselig. Haben wir jetzt schon wieder so ein Rätsel? Nö. Achso. Wer ist denn eigentlich der Eldritch und warum reden wir mit ihm? Erstmal ein paar Nüsschen naschen. Nüsschen.
Revelio. Kein Geheimnis. Ich wollte ja nur gucken. Hä, ist das nicht wieder die Küche? Oh, das ist unser Room. Das ist ja wieder unser Room. Wir sind im Room, da ist noch eine Karte. Ja, schön vom Alkohol. Hufflepuff-Fässer, die haben eigene Fässer, weil sie so gerne einen reinsaufen. Ah, wir können diese Münzen mal abgeben. Meinst du, wir haben die nicht schon abgegeben? Ich gehe immer hin. Sind die automatisch dann abgegeben? Ich check. Mhm. Na, wir können mal gucken, wie viel man noch brauche. Siehst du? Nee. Super. Ich mache Fortschritte mit diesen Marken. Ich muss jede einzeln ablegen. 4 von 16. Warum guckt immer die 0 nach oben? Was? Auf den Marken sind Symbole. Am Ende hat das was mit dem Rätsel zu tun. Und immer zeigt diese 0 nach oben. Ich glaube, das ist... Und zwei Pfeile zeigen darauf. Und hinten ist ein 1. Da muss man am Ende wohl noch ein Rätsel lösen. Eieiei, das ist dann der Code für unsere Kiste. Für diese Kiste, ja, das denke ich. Ja, so ist es. So, Herr Diggory. Gut, wir hören mal zu, was der Herr Diggory zu sagen hat. Ja, gestatten Sie mir, mich vorzustellen. So wenige Schüler kennen mich heutzutage. Eldridge Diggory, ehemaliger Zaubereiminister und Gründer des Auroren-Rekrutierungsprogramms. Ich glaube, Sie können helfen, einen jahrzehntealten Mord aufzuklären. Dank des Buches und vor allem der fehlenden Seiten. Woher wissen Sie von dem Buch und den Seiten? Wir Porträts hören mehr, als man denkt, und die meisten von uns können ein Geheimnis bewahren. Und was sagen Sie? Sicher wäre ein Hufflepuff wie Sie geneigt, für längst überfällige Gerechtigkeit zu sorgen. Gerechtigkeit muss siegen. Ich werde tun, was ich kann. Wunderbar. Ich freue mich, dass ich mit Ihnen richtig lag. Meine Großnichte Helen Thistlewood kennt die Details. Sie ist im Ruhestand, war aber zu ihrer Zeit eine große Aurorin. Und der ungelöste Mord, von dem ich spreche, war ihr Fall. Ich besuche oft mein Porträt in ihrem Haus im nahegelegenen Upper Hawksfield. Soll ich ihr sagen, dass sie kommen? Na klar. Mhm. Sprecht doch sofort auf. Ich werde umgehend zu ihr gehen. Fabelhaft. Ich denke, mit ihrer Neigung für harte Arbeit und Helens scharfem Verstand werden beide Rätsel... Wir müssen Rätsel lösen. Als sie denken. Ah, jetzt lernen wir wahrscheinlich, wie diese Rätsel zu lösen sind. Bald, hoffe ich. Verstehst du? Na gut. Ja, ist doch klar. Okay, können wir mal uns auf der Karte angucken. Mhm. Oh, das ist aber ein Long Way. Deswegen. Das ist aber ein Long Way, du. Wieso darf ich nicht? Achso, Karte von der Welt. Karte von der Welt. Oh, that's a long way to the top, if you wanna rock and roll. Wir können ja uns theoretisch, wenn wir faul sind, nach Hogsmeade teleportieren. Ich würde auch vorschlagen, dass wir uns nach Hogsmeade... Knuddelmove-Bau. Bei den Hogsmeade können wir vielleicht erstmal ein bisschen Sachen verkaufen. Nee, wir haben oder geile Sachen kaufen, Klamotten beispielsweise. Sag mal, wieso dürfen wir uns denn nicht hierhin teleportieren? Da ist keine so eine Flamme. Du musst zu so einer Flamme. Ja, dann nehmen wir halt die hier, oder? Ja, dann laufen wir noch und den Rest laufen wir. Laufen wir den Rest. Bin ich okay? Was ist denn hier los? Ach, diese hier! Die machen so lustig! Die singen hier so rum. Oh, so mitten in der Nacht, das ist schon ein bisschen dangerous. Da lässt der Minou sich auch nichts sagen. Guck mal, da sitzt eine Eule. Der Minou, der darf nachts das Schloss verlassen. Damals gab es noch gar keine Regeln. Ich will noch diesen Knuddelmuffbau unterwegs finden. Okay. Oh, da rennt jemand, der ist verdächtig. Zauber dem mal eine rein. Kann man eigentlich Leuten eine reinzaubern? Ein Schloss? Ich glaube nicht. Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Ein Schloss? Wo ist denn hier ein Schloss? Weil zum Beispiel bei GTA, da... Das. Das muss ja richtig prunkvoll. Das erkennt der Kenner auf einen Blick. Ja, guck mal, das sind doch alles Mauern und Ruinen. Vielleicht. Weil bei GTA zum Beispiel kann man ja einfach Leute angreifen. Minou ist zwar nicht der Typ dafür, aber mich würde es halt interessieren, ob das in dem Spiel... Ich glaube, wenn man... Außer man ist aufgefordert, wenn man schießt, dann trifft er einfach nicht. Okay. Ich kann ja mal probieren. Ja, komm. Einen freundlichen ein Kitzelzauber. Kitzelzauber. Passiert nichts. Okay. Das war kurz out of character von Minou, das würde der nie machen, aber das war nur zur Überprüfung. Ob das grundsätzlich geht. Ich muss diesen Knuddelmuffbau natürlich mitnehmen, das ist ja wohl ganz klar. Ey!
Revelio. Sind das die Knuddels? Oh, wie süß! Ach, hier. Was kann ich mit denen machen? Kann ich den streicheln? Ich will den haben! Boah, das ist ja süß. Man kann die gar nicht haben. Was leuchtet da oben noch? Ja, das sehe ich auch gerade. Sieht gefährlich aus wie Dracheneier. Nee, von Arschwinderin. Wer ist denn Arschwinderin? Die hier. Boah, was eine gute Rolle. Aber komisch, dass wir... Ah! Ich glaube, man hätte draufdrücken können, Karte von Hogsmeade, und nicht nur versuchen sollen, oben drauf zu drücken. Weil wir haben doch hier schon ein paar Dinge freigeschaltet. Oh! Oh, ich dachte, er lässt fallen. Aha. Aber wir gehen trotzdem nochmal zum Klamotten. Ja, natürlich. Weil vielleicht gibt's da ja neuen Loot. Ja. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Und vielleicht können wir auch uns neue geile Zaubertrankzutaten kaufen. Der hat ja einen riesigen Kessel. Könnte es sein, dass um die Uhrzeit hier alles geschlossen hat? Geh mal hinter den Tresen, da konnte man doch was machen. Nee, Richtung Wand war so ein Punkt. Nee, der war draußen. Ah, der ist er. Der ist draußen. Das ist nur diese Schmiede oder was das war. Ah, der Schleifstein. Ja, nachts hat vielleicht der Laden zu. Aber vielleicht auch nicht. In Spielen ist immer alles so ein bisschen nicht logisch, was das angeht. Die arbeiten auch immer alle nachts. Ja, wieder alles Geld. 40 mitnehmen. Geld. Ja, wir können halt noch keine Schlösser knacken. Das ist noch ein großer Manko. Manko, ein Minu. Ich will. Ja, komm. Desillusionierung brauche ich jetzt eh nicht. Lumos! Ja, okay, das hat mir jetzt zu weit weg. Auch nur zu. Katze streicheln. Ja, fast vergessen. Auch Schloss. Die verschließen ihre Häuser des Nachtes. Das ist frech, dass die nachts ihre Häuser verschließen. Sind die etwa misstrauisch? Als würde irgendein huttragender Zauberlehrling die Häuser looten. Nee, nichts Spannendes. Wollen wir was kaufen? Klamotten? Ja, wollte ich, aber ich finde... Was ist das, was da lag eben? Auch eine Katze? Nee. Doch, aber die haben wir schon gestreichelt. Nee, war eine andere. Ah, okay. Weil alle Katzen muss man streicheln. Das zählt's nicht. Ich hoffe, dass es dafür dann so ein verdecktes Geheimabzeichen am Ende kriegt. So ein Katzenhut. 17 Millionen Katzen gestreichelt. Ich müsste wissen, wo der Klamottenladen ist. Der steht auch auf der Karte, oder? Ja, aber ich dachte, man kriegt halt vielleicht mal was hin, ohne die ganze Zeit auf Google Maps zu gucken. Das ist doch nicht so schlimm. Okay. Das ist nur dieser... Der ist schon Banks. Ja, da ist er doch! Da ist er doch. Yes, der hat noch auf. Er trinkt doch auch einen Grog. So. Da wird mal reingeschaut. Den haben wir doch schon. Oh, ist der stark. Boah, legendär. Auch gut. Was haben wir denn hier? Nices. Ein strahlender Umhang. Vorschau. Sieht aus, als wäre es nur für sie gemacht. Ja, schon cool, ne? Schon ziemlich cool. Finde es schon ziemlich cool. Was ist, wenn er... Hat er auch schon mal nur eine Weste getragen? Sowas? Sieht aus, als wäre es. Das ist halt drunter, ne? Das ist blöd. Nee, das lassen. Aber es ist halt sehr stark. Also man könnte es kaufen wegen des Effektes. Ist das alles, was er hat? Ein Laden. Ja, ja. Ich meine, wir können auch Sachen verkaufen hier. Also die haben wir noch an. Warte mal. Weil die gut ist, ne? Ne, die können wir schon verkaufen. Wir haben ja... Dann verkaufe ich alles, was wir hier haben. Alles, was schlechter ist, wird verkauft. Erwähnt habe,
Schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Der ist halt ein Ausgleich zum anderen, deswegen bleibt er noch. Der ist einfach nur schlechter. Oh, rustikale Tracht, die haben wir noch nicht anprobiert. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Die ist auch drunter, ne? Sie jederzeit ja. Ich meine, wir haben ja ein wunderschönes Outfit an. Ja, das ist schon deutlich besser. Aber der Umhang lässt halt wenig Spielraum für Fantasie. Man sieht darunter nichts. Deswegen. Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich zeigen. Sieht man hier ein bisschen mehr? Sieht aus, als wäre es nur. Da sieht man immerhin, was er drunter anhat. Mhm. Ich finde, das ist schon fast wert, oder? Oh, der sieht aus. Der sieht gut aus. Gar keine Diskussion. Sie werden nicht enttäuscht sein. Das ist Besenknechts Versprechen. So, und jetzt können wir nämlich auch mal. Sieht aus, als wäre der andere es nur für Sie gemacht. Oh, der ist auch richtig. Komm, wir holen auch koboldblaue Taule, oder? Was auch immer das ist. Koboldblaue Taule. So, wird gekauft. Und dann können wir nämlich hier den alten Krempel. Ne, den haben wir gerade erst gekauft. Den auch. Mhm. Der Schal ist, wie gesagt, noch drin, aber den können wir auch noch. Ja, guck mal, guck mal. Zack. So, dann wird mal direkt wieder schön geschaut, wie wir jetzt aussehen. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Dankeschön. Wissen wir selber. So. So, dann nehme ich hier direkt. Da ist er. Zack. So. Ja, so nämlich. So ist hier. So tanzt der Bär. Das sieht richtig gut aus, Minu. Ach, sehe da was einfallen. Alter, oh, das ist ja optimal. Das ist ja optimal. Gucken wir nochmal, ob der andere Schal besser passt, weil der ist halt. Anders, ne? Nee, eigentlich ist der ausschließlich besser. Ich bin zufrieden. Schon ziemlich geil. Wollen wir noch mal brillentechnisch kurz rein? Lunzen. Mhm, nur mal lunzen. Mhm. Ob sich dazu eine Maske besser trägt? Nee, ne? Die Masken dazu sind so eine Vogelmaske. Schon stilvoll, so ein Balltyp. Also ich finde das auch gar nicht schlecht. Schlicht und simpel. Das ist natürlich auch unauffällig, aber ich meine vielleicht ein bisschen zu wenig. Die ist halt geil, weil so sieht er richtig wie so ein Steampunk-Dude aus. Ja. Ich finde, die ist immer noch mein Favorite. Wir können die dieses aus. Ich finde, die halt. Die ist doch auch nicht schlecht, aber ja, stimmt. Wir machen mal die. Das ist doch ein schickes Outfit. Ja, wir starten mal heute so in die Nacht. So, ist ja noch jung und der Minu braucht Abenteuer. Jawohl. So, jetzt gehen wir zu Helen Thistlewood. Thistlewood. Renn ich direkt. Thistlewood. Thistlewood. Glaube ich, heißt sie, ne? Ja, das war richtig. Danke für den Teleportationspunkt. Jetzt können wir endlich dahin, nach Nordhogsmeade. Ja, wir haben nur vorhin hätten wir noch aufs richtige Menü klicken müssen. Ist es einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Ich glaube kaum. Hogwarts, ja. Alles verschließen die, da oben flattert was. Eine Buchseite. Komm so her. Komm, geht los. Was ist das denn für ein geiles Gebäude mit einer Wassermühle? Einem Wasserrad. Es klappert doch die Mühle am rauschenden Bach. Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp. Klapp. Der Müller rastet aus bei Tag und bei Nacht. Klipp, klapp. Er malt immer das lachende Korn. Alter, die ist ja gruselig. Zorn. Guck mal, wie gruselig diese Vogelscheuche ist. Naja, geht. Sind peinlich. Naja, sie lebt schimpft halt. Mit uns. Was haben wir denn hier für ein süßes kleines Hüttelchen? Hoffentlich wohnt da niemand. Nämlich die gruseligste Wohnhütte. Ist auch relativ klein. Da wohnt doch. Da wohnt bestimmt jemand hier. Da wohnt doch zum Glück niemand. Ja, ist doch ein gutes Abstellplatz. Ja, so ein paar Felder, das ist auch ganz nett. Hopp. Über die. Die sahen auch schon besser aus. Rivelio. Vale. Guck, selbst der Vogel will sich nicht abschießen lassen. Hier unten liegt Loot. Oh, ein Blutegelsaft. Was ist Blutegelsaft? Blutegel. Blutegel? Ah, die Pflanzen. Flaufliegen. Alter, die wunderbar. Bisschen im Gruseldorf, vor allem bei Nacht. Ja, voll mit dem Alter, was ein geiles. War auch so ein krummes Haus da hinten, so hexig. Ja, ich sammle mal hier schön das Teleportationsding ein. Das ist ein ganzer Ort. Muss hier irgendwo wohnen. Hoch, was steht denn hier? Achtung, Sumpfkrattler gesichtet. Oh, können wir den fangen? Du, das fragst du mich. Ich glaube, wir können ihn besiegen. Ich würde gerne mal sehen, wie der aussieht, der Sumpfkrattler. Oh, guck mal! Ja. Schön, dass Sie meinem du musst dich nicht hinverbeugen. Oh, der putzt nur für uns.
Madame Thistlewood? Ich habe Ihren Großonkel in seinem Porträt im Gemeinschaftsraum getroffen. Er schickt mich. Schön, dass Sie hier sind. Onkel Eldridge glaubt, dass das Buch und dessen fehlende Seiten für einen ungelösten Fall aus meiner Zeit als Aurorin relevant sein könnten. Also gut, ich bin ganz Ohr. Vor Jahrzehnten verschwand der Schüler Richard Jackdaw nach einem Treffen mit einer gewissen Anne. Seine Leiche wurde nie gefunden. Als sein kopfloser Geist in Hogsmeade auftauchte, ohne zu wissen, wie er gestorben war, wurde Anne des Mordes bezichtigt und nach Azkaban geschickt. Zum Großteil war das der Aussage von Apollonia Black geschuldet. Sie war wohl eifersüchtig auf Anne. Schrecklich. Aber ich wüsste nicht, wie ich helfen kann. Annes Alibi war etwas verworren. Sie sagte, Jackdaw habe ihr Abenteuer versprochen. Mit einer Karte auf ein paar Seiten, die er von Peeves gestohlen hatte. Sie denken, Peeves hat diese Seiten aus dem Buch gerissen, das ich in der verbotenen Abteilung fand? Wenn man meinem Großonkel glauben mag, ja. Zumindest ist das die Vermutung der Porträts in Hogwarts. Anne zufolge hat Jackdaw sie gebeten, mit ihm der Karte zu folgen. Aber zuerst sollte sie einige Rätsel lösen, die er ihr aufgab. Seltsame Art anzubandeln. Sie behauptet, sie habe nicht einmal sein erstes Rätsel gelöst und ihn folglich auch nicht getroffen. Jackdaws Geist verschwand fast so schnell, wie er aufgetaucht war. Ohne Jackdaws Rätsel, die Seiten oder seine sterblichen Überreste wurde Anne allein aufgrund von Apollonias Falschaussage nach Azkaban geschickt. Ich verstehe nicht. Wie kann ich helfen? Ich glaube, dass Anne das erste Rätsel inzwischen gelöst hat. Aber nach ihrer Zeit in Azkaban ist sie nur noch ein Schatten ihrer selbst. Sie spricht mit niemandem, dem sie nicht traut. Und sie traut niemandem. Wenn jemand wie sie mit ihrem Wissen um die Seiten mit Anne sprechen würde, könnte sie neue Informationen preisgeben. Ich will nach Azkaban. Ich möchte zu gern nach Azkaban. Ich will Azkaban sehen. Wir könnten auch machen, ich komme mit nach Azkaban, wenn es sie retten kann. Ja. Welches von beiden? Retten kann. Ich will unbedingt Azkaban sehen. Ja, ich auch. Eine schreckliche Geschichte. Wenn Sie meinen, dass es hilft, begleite ich Sie. Das wäre wunderbar. Ja. Ihr Mut und Ihre Freundlichkeit sind wirklich beispielhaft. Wo gehen wir jetzt nach Azkaban? Meine frühere Tätigkeit als Aurorin hat seine Vorteile. Wir können direkt neben ihr apparieren. Ich habe Minister, Professoren und viele andere an diesen Verfahren. Geil, dass sie einfach ein Kind nach Azkaban nehmen darf. Sicherheit wird in Hogwarts doch groß geschrieben. Ja. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Na schön. Dann los. Den ganzen Kontext interessiert uns doch nicht. Wir wollen nach Azkaban. Mir ist noch niemand zersplintert. Ja, danke für, dass du es erwähnst. Jetzt habe ich Angst. Und passen Sie auf an diesem furchtbaren Ort. Der hätte dir das doch selber erklären können. Moment. Nö. Krass, wie gruselig jetzt. Azkaban. Oh. Ihm ist halt so schlecht. Er kotzt noch. Oh, nee. Die will ich nicht. Die Demis. Ja, die sehen ja interessant aus. Irgendwie so fetzig. Also. Oh, die sind schon gruselig. Oh, süß. Gut, gut. Lernen wir auch ein Patrini? Bitte. Womöglich verspüren Sie jedoch eine Welle. Ist ja episch gewesen gerade. Sie wird vorübergehen. Vielen Dank für die Warnung. Es ist ein wirklich trister Ort. Krass. Aber wir werden nicht lange bleiben. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Hier sollte man nicht trödeln. Ja, Sie sind die vorgehen darf. Ich kann mal von innen sehen. Wie langsam. Nicht mal ich konnte das Ministerium dazu bringen, sie wegzuschicken. Solche Monster braucht es nicht. Vorsicht vor Anne. Sie ist schon viel länger hier als der. Guck mal überall in die Zellen rein, bitte. Hallo, guten Tag. Neo, geh mal Zimmerservice. Nicht. Zimmerservice. Hallo. Schachtel Zigaretten und einen Schnaps hatten sie bestellt. Da sind sie ja. Oh, das ist ja gemein. Der sieht ja gar nicht glücklich aus. Sie wollten, dass wir die Musik leiser machen. Ah, danke, Sie haben den Topf schon rausgestellt. Ja, den nehme ich wieder hier hin. Das ist doch Ihr Klo. Oh, die sehen alle so traurig aus. Da kann man sich gar nicht drüber lustig machen. Ja, das ist nicht witzig. Es ist ja gar kein lustiger Ort für Späße.
Ich dachte, dass die Dementoren auch so ein bisschen Scherze machen. Das sind machen. Doch die Lustigen auch, die wir erfunden haben, dachte ich. Ah, hier, da können wir mal rein. Wie hießen die nochmal? Ja, da bin ich. Die Dementoren, die Crew, die eigentlich Spaß da hat. Demis. Ja, ja, aber die hatten doch so einen Namen. Ah, das ist die. Soft D. Achso, ja, so ja. Diese. Die Bande. Denken Sie daran, dass Anne schon lange hier ist. Die Dementoren sind nicht nett. Haben Sie Geduld und sprechen Sie leise und respektvoll mit ihr. Hallo, Anne! Sie, Anne? Wer ist da? Wer spricht mit mir? Sie sehen ein bisschen aus wie der Tod. Der Tod? Der mich endlich holen kommt? Ich bin ein Schüler aus Hogwarts. Ich habe das Buch gefunden, das sie entlasten soll. Ah, das dagegen ist Harry Potter ein Witz, was er alles schon macht in seinem ersten Jahr. Im ganzen Land kein Magier die Seiten fand. Der tückische Halunke in seine Höhle sich stahl. In Upper Hooksfield entschied sich mein Schicksal. Ich weiß nicht, wie wir antworten sollen. Ich habe nichts verstanden, aber zu fragen, warum bist du so kryptisch? Weiß nicht, ob das hilft. Ja, frag doch, warum sie so kryptisch ist. Wenn wir das doch gar nicht verstanden haben, lügen wir sie nicht an. Was wollen Sie sagen? Dass die fehlenden Seiten in einer Höhle sind? Okay, er hat es besser verstanden als wir. Hogsfield? Hogsfield fehlt die Ruine, ein Gewölbe enthielt. Aha, es gibt ein geheimes Wölbe in Ruinen. Bei Upper Hogsfield. Ich schätze, ich könnte nachsehen. Es ist wert den Versuch. Sieh nach. Finde die Seiten aus deinem Buch. Helen? Helen, ich weiß, du bist hier. Komm etwas näher zu mir. Das ist nicht Helen, das bin ich. Was ist denn? Mach nicht was Böses. Ich hab gesagt, mach nicht was Böses! Die hört nicht auf mich. Das war gruselig. Das ist übrigens eine exklusive Hufflepuff-Mission. Ja, geil. Hab ich auch gelesen. Mega cool, dass es exklusive Missionen gibt. Die Höhle. Sie sind in Sicherheit. Sie haben, was sie brauchen. Ich weiß schon, sobald ich... Oh gut, die haut wieder ab. Oh Mann, ey. Warum hat die denn attackiert? Na gut. Ich finde Jackdaws Höhle. Und wie ich die finde? Die ist bestimmt in dieser Hütte hier. Ah nein, hier ist nur eine Kiste. Mit Klamotten oder Geld. Oder einem Botanikblatt-Bronze-Zauberstab. Boah, guck mal, ey, hier gibt's halt auch... Ey, das sieht jetzt aber am Tag sieht's geil aus. Mhm. Die haben ja hier sogar eine kleine Kirmes. Klar, ist eine richtige Kirmes. Wer hier wohl wohnt? Welches ist deine Lieblingsattraktion? Die der das Hut, Horn? Wo man 10 Geld reinwirft. Oh, gib ihm mal. Ja, mach ich doch. Zack. Spielt ja nur für uns. Können wir all unser Geld ihm schenken? Kommt ganz schön viel Musik dafür, dass dafür, das dass so ein Horn nur ein Horn ist, hat er ganz schön viel Mucke da draus. Guck mal, hier sind halt 37 neue Nebenmissionen einfach. Ein weiser Umhang. Die haben sich verschrieben. Viele Missions man machen könnte. Erstmal die Kisten alle looten. Ja, bitte. Herr mit dem Loot. Herr mit dem Loot. Ich habe gerade 10 Euro verschenkt, 20 gefunden. Ich sammle alles ein und fresse alle Nüsse. Die sind eine richtige Diebe. Da vorne ist noch mehr. Gib mir das her. Ich renne hier hindurch. Ich bin ja wohl ein Lurch. Wir haben noch nicht rausgefunden, was es mit diesen Demigeisen auf sich hat, ne? Mhm. Lumos. Nee, der will sein Goldding. Vielleicht unsichtbar? Soll ich das mal testen? Reveli. Ja, teste mal. Teste, teste. Und teste, teste. Lumos. Sorry, falscher Knopf. Ja. Das
Ist das jetzt laut genug, Hina? Ich hab gerade geguckt. Vom Spiel. Geht nicht. Boah, die klauen aber wirklich alles weg hier. Natürlich. Da macht man sich wieder sichtbar, wenn man aus dem Einbruch rausgeht, ne? Rebellion. Ja. Okay. Kiste nicht gefunden, ist nicht schlimm. Wir haben 37 neue Nebenmissionen. Wir bleiben mal erstmal bei der Hauptstory, wa? Bardolf Beaumont ist noch nicht zurück. Wurde wohl von schwarzen Magiern erwischt. Ah, wir müssen hier runter. Sieht so schön aus, Landschaft. Hallo. Hallo. Rebellion. Oh, davon gibt's wohl ein Battle. Battle Schmidt. Dunkler Straßenköde. In die Fräse reingeködet. Ja. Die waren aber hartnäckig. Beim letzten Mal jedenfalls. Ja, da waren halt 8 von denen. Ja. Dass sie einfach nur Straßenköter heißen. Okay, die könnten nochmal was Magisches heißen. Oh, da ist die Höhle. Da wird erstmal reingerollt. Okay, ich befürchte... Das muss der Ort sein, von dem Anne mir erzählt hat. Muss Lumos rausholen, oder? Geht es so? Rebellion. Hier war ja ewig niemand mehr. Wer weiß denn das? Hier ist doch Licht. Oh, das ist ein Rätsel. Oh, jetzt lernen wir mit einem Rätsel was. Truhe. Ja, raus, Hochland, gewandt. Incendio. Okay. Nochmal auf die Wurzeln richtig drauf, ne? Will nicht. Will ja gar nicht. Will ja nicht. Okay. Rebellion. Okay. Es gibt ein paar, die man ziehen kann. Das müssen wir jetzt einfach mal immer testen. Ach, hier. Wenn ich den ziehe, passiert schon mal rein gar nichts. Wenn ich den ziehe. Kein Wunder, dass Anne diesen Hinweis nie gefunden hat. Welchen Hinweis? Nein, so geht's nicht. Okay, der war schon mal gut. Ist wahrscheinlich eine Reihenfolge, aber wie kommt man auf aber die... Aber wo sieht man, welche das ist? Rebellion. Die drei leuchten, aber... Und da drüben, bei dem anderen, welche leuchten da? Die drei. Vielleicht muss man... Ich mach mal den rechts oben. Ach, hier. Die rausziehen, die leuchten. Unten noch so. Ja, das war's. Ah, ja, aber jetzt hier verstehe ich. Und hier auch. Wieso versteht er es? Ja, ich weiß ja nicht, welche Reihenfolge. Du sollst sie einfach rausziehen. Egal, die welche Reihenfolge. Ja, ja, einfach ach, rausziehen, die leuchten. Den da drüber und den oben rechts. Die Rätsel sind nämlich nicht so krass. Ich wette, das andere ist auch nichts mit Mathematik. Ach, hier. Ja, klar, ich mache ein bisschen Mathematik. Oh, mich überlistest du nicht, Jack Dawe. Mich auch wo nicht. Wo ist der Hinweis versteckt? Versteckt. Da. Ah. Voll krass versteckt. Willst du mal folgen? Ah, nee. Gut gemacht. Du hast mein Rätsel gelöst. Ich wusste, dass du ein aufgeweckter Geist bist und die einzige, mit der ich meine Abenteuer teilen kann. Triff mich am Rande des verbotenen Waldes und ich zeige dir die Karte, von der ich dir erzählt habe. Es ist unmöglich vorherzusagen, wohin sie uns führen wird. Ich habe dir auf Seiten gefunden, die Peeves aus einem geheimen Buch gerissen hat und niemand sonst scheint es finden zu können. Ich habe gar keine Ahnung, was vor uns liegt, aber es stimmt mich froh zu wissen, dass ich meine Zukunft mit dir teilen werde. Das ist erst der Anfang! Richard. Ich bin froh, dass du das hier gefunden hast, denn sonst wäre ich alleine gegangen. Das wäre kein sehr großer Spaß geworden. Eine Notiz von Jack Dawe. So schreibt der Brief. Hat sie nie gefunden. Traurig. Sie sind traurig. War sie unschuldig? Aber können wir nicht durch das Dorngestrüpp? Warum können wir nicht durchs Dorngestrüpp? Ah, man kann sich rollen wie ein Rollmann. Ziehen! Geheime Truhe! Zack, Pelz gefütterte Mütze. Oh, die sieht bestimmt auch geil aus. Lass uns im Hellen das draußen anziehen. Ich dachte, man sieht hier eh schon den Vorschau. Ich glaube, die pelzgefütterte Mütze, die kann einiges. Also ist schlecht, aber das Aussehen kann man ja schon mal vergleichen. Ups. Pelzgefütterte Mütze. Oh, Minu. Ist auch geil, ne? Gib mal den Poljakow-Hut daneben.
Oh ja. Oh, Poljakow. Nehmen wir mal Poljakow. Hier noch gewonnen. Oh, ist noch gesperrt. Und hier. Okay. Ich schau mal, wie das aussähe hier mit diesem weißen Umhang, wenn ich das darf. Nee. Mist. Schick. Cool mit dem Hut. Steht ihm gut. Der Hut steht gut. So, raus aus der gruseligen Gruft. Das sollte ich untersuchen. Was denn? Rebellion. Da war er was zum Untersuchen. Nee, ich glaube, er will nur untersuchen den verbotenen Wald gleich, oder? Nee, da war wirklich was, aber egal. Oh, oh, ist ja ein Geist. Kann das sein? Hat jemand nach all den Jahren mein Rätsel gelöst? Ja, ja, drei Schubladen rausziehen, Kollege. Richard Jackdaw, stehe zu Diensten. Der Richard Jackdaw? Muss erstmal drauf kommen. Ich hörte, du wärst vor Jahren verschwunden. Mhm. Das solltest du mir erklären. Ach ja? Der ist doch. Das war mein Rätsel, das du gelöst hast. Der ist falsch. Was machst du hier? Die Ex-Aurorin Helen Thistlewood erzählte von einer Karte, die du gestohlen hast. Und Anne sagte was von einer Höhle. Du hast Anne gesehen? Sie brach mir das Herz. Ich musste ohne sie weiterleben. Das ist für sie wohl auch besser. Darf ich fragen, wie es ihr geht? Ziemlich scheiße. Nicht gut, fürchte ich. Du hast ihr Leben ruiniert? Oder sind wir nicht so passiv-aggressiv? Wir wissen ja nicht mal, ob es nicht mal passiv-aggressiv ist. Es ist einfach nur aggressiv. Ja, es ist nicht so gut halt. Wir hätten, wenn jetzt noch sie die Option zu lügen wegen deines Mordes nach Azkaban. Ich fürchte, die Dementoren haben dauerhaften Schaden angerichtet. Was? Azkaban? Mhm. Arme Anne. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich dachte, sie hätte mich abgeschrieben. Ich bereiste jahrelang die Welt, um mein Herz zu heilen. Ich bin erst kürzlich zurückgekehrt. Mehr als Zufall. Ich muss mit dieser Aurorin reden, um zu sehen, wie ich Anne helfen kann. Das freut mich zu hören. Bevor du gehst, könnte ich die besagten Seiten mit der Karte denn auch finden? Ich bin fast sicher, dass ich sie in der Höhle fallen ließ, als ich geköpft wurde. Oh. Sie müssten dort mit meinen Überresten vor sich hinschimmeln. Überreste haben mich, glaub ich sag dir was. Warum treffen wir uns nicht am Rand des verbotenen Waldes und ich zeige dir, wo genau sie sind? Oh, ich dachte, in der Höhle. Wollen wir fragen, wie sein Kopf wegverloren wurde? Oder er wurde doch geköpft, aber ja, von mir aus. Ja, komm, wir können einfach Danke sagen, ja, oder? Ja, danke. Danke. Ich brauche diese Seiten. Für einen Freund. Für einen Nun, Freund. Dann sehen wir uns dort. Okay. Geht's lang. Gefangener der Liebe. Also er meinte ja, also die Höhle ist bei den... Gefangener der Liebe. Er meinte die Überreste in dieser Höhle oder im verbotenen Wald, die Höhle? Er hat doch was vom verbotenen Wald. Ja, ja, ich glaube, hier ist Quatsch, ne? Es muss zum verbotenen. Wo geht's denn lang? Hier, erstmal den Weg lang. Du hast ja noch nichts ausgewählt, aber da die Treppe hoch. Jetzt. Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Da? Ja. Die Sprungtreppe. Cool von ihm. Boah, den Entwaffnungszauber müssen wir lernen. Das machen wir. Ach ja! Dem Strich hinterher. Aber ich weiß nicht, wo der hinführt. Zum Entwaffnungszauber. Nee, der führt, glaube ich, zu der Mission, die jetzt noch gesperrt ist. Echt? Richtig gerade. Ich gucke mal. Ja, ist jedenfalls ein Lockzeichen drauf. Ja, wir müssen dafür erst in Hogwarts noch ein paar Aufgaben erledigen, befürchte ich. Hagrid zum Beispiel, Expelliarmus. Das wär's vielleicht. Wo? Das da. Ja. Auf der Karte finden kannst du direkt drücken. Ja, kannst du dich direkt hinterportieren, wenn du willst. Sind wir halt nicht mehr. Ja, auf den Feuerpokal. Direkt daneben. Wenn du willst, dann komm. Sind wir zwar nicht mehr. Mach. Mehr. Das ist so cool. Oh, wir lernen Expelli. Expelli. Nice. Das ist gut. Gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Ja. Frag mich mal. Bei ihm, ne? Bei ihr. Ja. Er ist geprotegt. Das ist so eine richtige Compilation gerade. Ja.
Das war schön. Ich hoffe, Sie haben alles geschafft, was ich Ihnen aufgetragen habe. Professor, ich habe Ihre letzten Aufgaben alle abgeschlossen. Gut gemacht. Dann sind Sie bereit für Expelliarmus. Ja. Geben Sie Acht. Mit dem Entwaffnungszauber können Sie selbst die mächtigsten Hexen und Zauberer selbst entwaffnen, Voldemort. Mit denen Sie es zu tun kriegen. Doch. Zaubern erfordert Konzentration und einen ruhigen Zauberstab. Oh, we can. Gute Arbeit. Die Puppe ist hier, falls Sie noch üben möchten. Das musst du auf jeden Fall erstmal equippen, ne? Ne, falsche Taste schon wieder. Nach rechts, glaube ich, einmal drücken. Oben drüber und dann außenrum drücken. Ja. Schaden macht er so. Was wollen wir nicht? Was wollen wir nicht? Brauchen. Ja, der ist halt ein harter Damage-Zauber, ne? Aber. Das brauchen wir auch oft. Ich denke fast Unsichtbarkeit, oder? Ist halt der einzige so Utility-Zauber. Aber dann macht den. Also suchst du aus. Du musst auf das Symbol und dann R2 drücken. Machen so. Wir machen uns zum Testen vor allem jetzt mal zum Schauen hier. Das bei dir. Sie scheinen auf dem richtigen Weg zu sein, aber üben Sie weiter. Langer Cooldown. Expelliarmus rettet Ihnen vielleicht mal das Leben. Okay, das ist wirklich ein langer Cooldown. Mach nochmal. Aha, Sie üben wohl noch. Ja. Okay. Ja, echt ziemlich langer Cooldown. Boah, Kollege. Auch lang. Deswegen, da musst du die zwei brauchen relativ lange. Naja, gut. Ja, also wir können aussuchen, ob wir hier im Schloss noch ein paar Aufgaben lösen oder direkt wieder zum Verbotenen Wald steppen. Kannst auch direkt zum Verbotenen Wald, dann kriegst du damit, was abgeht. Ich glaube, ich krieg damit, was abgeht. Dann kannst du schon mal wieder direkt in die Karte reinjumpen. Na gut. Weltkarte. Das ist die Mission. Und da ist da drunter der Punkt. Gehen wir dahin. Ja. Let's go. Ja, wirklich praktisch. Ich freue mich darin vorzukommen. Die Bienensummen in meinem Controller. Ja, das sind die Blumen auf der anderen Seite, die haben mich vorhin schon überrascht. Diese Frechen. Jetzt dürfen wir hier rein, obwohl es verboten ist. Yes. Erstmal Giftpilze einsammeln. Da links ist direkt ein Gegner. Ja, ich würde dem gerne mal ein Expelli geben, aber am Ende ist es ein Huhn. Kann schon sein. Oder ein Wolf. Ein Wolf. Was eine Mischung aus Wolf und Wald ist. Wo ist es? Rechts. Rechts. Wow. Sumpfkracker. Ein Sumpfkracker. Ein bisschen Angst vor ihm. Den musst du platt machen jetzt. Lange nicht gekämpft. Wirf einen Sumpfkrackler auf den Rücken. Was ist Protego? Die werfe ich ihn auf den Rücken. Vielleicht mit Expelli, ne? Ja. Wo ist er? Links, links, da. Aufpassen, da. Okay. Okay, nee. Also fällt er offensichtlich nicht auf den Vielleicht Rücken. Musst du irgendwas von ihm blocken. Oh, okay, das ist wieder ein Judo-Rollen-Kollege. R1, R1 und L1. Boah. Okay. War jetzt direkt gekillt, aber ich glaube, das war nötig. Der hätte dich jetzt getötet. Aber wir haben seine Zunge geklaut. Okay, krass. Dem habe ich mal ordentlich einen eingeschenkt. Von mir. Oh, schöne Tierchen. Ah, Hirsche. Hallo, Hirsche. Tschüss, Hirsche. Ich habe kurz mit den Hirschen geredet. Ja. War schön. Echt? Zu wissen, wie es denen geht? Da sind noch mehr Feinde. Oh, mit einer Kiste. Das ist vielleicht was wert. Oh, das sind echte Feinde. Wo sind sie? Oh, geil, die kannst du mal expellen. Was sind das für Riesenmenschen? Den gebe ich mit wilderer Spurensuche. Die expelle ich mal. Und da ist ein R1 auch. Oh, bam. Das mal nicht Nora Dreadwells Schutzengel ist. Oh, boy. R1. R1. Expelliarmus. Okay, der hat irgendwie Special Protection, da muss ja, der Feuer, Zauber oder so. Scheiße. Oh, so gut.
Der braucht Expelliarmus oder Feuer? Ja. Okay. Oh, der kann apparieren. Der braucht einen blauen, der andere. Boah, nice. Jetzt killen. Trankring. Oh, Alter! Fast down. Trankring. Ich weiß immer nicht, wann ich rollen und wann ich expellen soll. Oh, wow. Da rollen. Ja, und da, woran erkenne ich den Unterschied? Wenn es rot leuchtet, hast du noch nichts, um das zu blocken. Gelb kannst du blocken. Boah, knappe Sache da. Ui, ui, ui. Erstmal looten, hoffentlich haben die ein paar Tränke dabei. Ja, ich weiß echt nicht, wann ich blocken und wann ich rollen soll. Weiß ich einfach nicht. Ich entscheide mich immer fürs Falsche. Dann kriege ich alles in die Fräse. Hier muss noch ein dicker Loot irgendwo rumliegen. Ja, das muss sich aber gelohnt haben. Die ganzen Tränke zu verzerren. Ja, zwei Geld, eins nur. Hacken. Oh! Das ist fast auf den Kopf gehabt. Es sah jedenfalls so aus. Ja, hier sind noch, irgendwo sind hier noch Sachen. Da musst du gleich mal revelen. Hier ist erstmal noch ein Eimer Geld. Mal rechts gucken. Da. Da was Goldenes. Pilz. Ach, die Truhe gar nicht gesehen. So, jetzt bin ich aber gespannt. Aha. Aha. Fokus der aktuellen alten Magie. Mhm. Mach nochmal bitte ein Reveal in die andere Richtung guckend. Mal umdrehen bitte. Ne, das sind nur Pilze da hinten. Ich dachte, ich hätte davon was gesehen. Ich weiß nicht. Ist da auch eine Höhle? Ist da noch ein Zelt? Da ist eine Höhle und da ist ein Mondstein davor. Okay. Den kannst du bashen. Und hier ist nichts drin? Nee. Sehr ärgerlich. Den muss ich abschießen. Ne, geh mal hin. Was da passiert, wenn du hingehst? Das ist ja ein Hornklumpsaft. Okay. Und da rechts ist aber Mondstein, den kannst du bashen. Einfach mit nochmal. Nochmal. Zack. Ja, die Höhle, die kannst du natürlich erkunden, aber das ist ja gerade eigentlich noch nicht unsere Aufgabe. Vielleicht kommt die sogar noch als Sieht interessant aus. Sollen wir oder sollen wir nicht? Das ist deine Wahl. Ich bräuchte einen Lichtzauber. Oh! Lösch! Hilfe! Ah! Der hasst mich! Ja, wir wollen ihm nicht in seiner Höhle stören, wo die ja immer wohnen. Lol. Da war Lösch! Das Spiel hat auch einen Jumpscare nach dem anderen, ey. Warum ist Lösch in der Höhle? Traust du dich rein? Nee. Komm, lassen wir den, oder? Ja, komm, gehen wir zur Mission. Da kommen noch mehr Hirsche, die hassen mich ja voll. Ja, da links ist die Mission. Vielleicht müssen wir eh wieder hier rein, deswegen gehe ich erstmal zur Mission. Geh erstmal weiter zur Mission. So, hier, die ganzen Elche sollen mich mal... Die sollen mal in Ruhe da fressen. Ah, die Elche! Oh, der größte Feind. Oh, schnell weg hier. Der Feind des Waldes. Ich nehme die Pilze mit. Deswegen werden die auch immer abgeschossen. Ja, weil die so aggressiv sind. Der Feind des Waldes, der Elch. Huch! Hä? Ja, stell dich mal da an die richtige Stelle. Wir müssen mal wieder meditieren, glaube ich. Wir sind Wachte. Geschlafen bis zur Nacht, natürlich. Wie versprochen. Hier bin ich, sagt er, und wir sehen ihn gar nicht. Wo bist du denn? Ach da! Warum wartest du denn bis zur Nacht? Damit es gruseliger ist mit den ganzen Elchen. Es überrascht mich nicht, dich hier zu sehen. Es braucht die Geduld der Hufflepuffs, diese Seiten aufzuspüren. Schön gesagt. Ist echt nur eine Hufflepuff. Wie geht es jetzt weiter? Folge mir. Ich werde dich so weit bringen, wie ich kann. Aber ich fürchte, es widerstrebt mir, den Ort meines Ablebens aufzusuchen. Halte Ausschau nach einer Vogeltränke. Wenn du sie findest, sag Intramuros. Ich glaube, das ist Latein. Oder Griechisch. Intramuros? Wie du dir denken kannst, habe ich in der Schule nie gut aufgepasst. Innen? Wollen wir? Moorrüben, wahrscheinlich. Innen Moorrüben. Genau. Wir sind ihm folgen. Gibt es neben der Vogeltränke noch etwas zu beachten? Ja, es gibt einige Orientierungspunkte. Eine Steinbrücke, ein Wasserfall und ein See, denke ich. Du wirst schon sehen. Das war sehr hilfreich. Danke. Cool, dass wir jetzt auf einmal direkt in den verbotenen Wald rein dürfen, was eigentlich ja verboten ist. Es ist erstaunlich, wie viel mir... Oh, davon ist eine Flamme. ...möglicherweise wieder einfällt. Da links ist eine Flamme. Sind verboten. Gut, zum Glück. Da vorne ist eine Flamme, die willst du anberühren. Damit wir... Ah, dann laufen wir. Ja. Mit jedem Schritt, den wir uns nähern, kehrt mehr meiner Erinnerung zurück.
Am besten lasse ich dich nun allein. Wieso? Du darfst ruhig mitkommen. Ich bin einfach auf dem Weg und halte Ausschau nach die der zwei Meter hätten wir auch ohne dich geschafft. Adieu. Na toll. Ist das jetzt Latein? Oder doch Griechisch? Sind Spaßvogel. Da gehst du direkt am Spinnennetz vorbei. Oh, Kreuzspinnenschlüpfling. Der anderen Richtung vielleicht. Ich sage ja immer, richtig. Ich muss einfach weitermachen. Warum muss ich immer die gruseligen Sachen spielen? Weil du doch so mutig bist. Wann ist das unheimlich? Warum, wo ist unser Lumos? Den haben wir weggemacht, aber dafür hast du die anderen geilen Zauber. So. Der Wasserfall. Da rechts liegt nochmal Geld. Für einen Dieb ist Jektor überraschend verlässlich. Direkt mal Blutegelsaft. Da kannst du tauchen, da ist was zum Finden. Ja. Oh, irgendwann machen die einen Jumpscare, dass aus dem Wasser ein Fisch kommt. Oh, bitte nicht. Der taucht einfach in. Also, das ist schon. Da hinten sind, da sind Fische. Siehst du? Da hinten sind Fische. Oh, geschmeidige ja. Duellierhandschuhe. Essen wir vielleicht später, ha? Sollen wir da hingehen? Nee, andere Richtung. Nie im Leben wäre ich in diesen kleinen Weiher gegangen. Nee, vor allem nachts in der Gelde doch nicht. Das ist schon echt crazy für mich. Da ist Lu. To the left, everybody in this room. Hier schon to the left? Ja. Da sind Pilze. Psst. Aber da sind doch... Nee, nee, oder? Echt? Nö, muss nicht sein, könnten auch Knuddelmuffs sein. Ja, Pilze finden wir en masse, ne? Mhm. Seltsam feierlich, dieser Ort. Boah, das sieht echt geil aus. Hirsche sind so majestätische Wesen. Jetzt will ich diese Höhle finden. Ist to the left wahrscheinlich. Ach, da kann man auch ein Licht aktivieren. Da, genau wie Jektor es beschrieben hat. Hm, nice, Flashless. Okay. Ja, das ist ja wohl, wo wir rein müssen. Revelio. Aha, du bist reit. Ah. Flüstere das Passwort. Intramuros. Sammel. Innen Moor üben. Und doch öffnet sich. Sieht schon geil aus. Bin da. Hier draußen wird euch niemand. Oh boy, die musste battlen. Nein, ich hab kein Leben mehr, das schaff ich nicht. Ich bin nicht gut genug dafür. Das schaffst du. Ja, eins. Ja, eins. Nice. Ins Handy. Guck, der hat mir direkt gegeben. Und blocken. Jawohl. Bereit sein zum Blocken. Gleich darfst du wieder blocken. Ja, da bist du immer nicht sicher. Jetzt. Das war nämlich zum Beispiel ein Block, den hätte ich mit Dings machen. Ja, ja, das. Und ich weiß immer nicht, wann es rollen und wann es. Vielleicht kannst du ja. Ja, eins und eins. Mit zwei kannst du. Block. Nice. Damit kommst du nicht davon. Den schaffst du, du brauchst einen Expelli. Ja, gut, jetzt ein Expelli drauf. Batch, reicht schon. Siehst du? Ja, easy. Sammeln, einsammeln. Chair mit Hauswappen, super. Chair mit Hauswappen. Blöden. Rin in the Wormloch. Das ist vielleicht ein Trank. Yeah. Haben wir noch mehr Tranks? Reveal. Oh, das war doch dann doch besser als gedacht. Eintreten. Oi, 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 oi. Okay. Wie groß dieser Ort wohl sein mag. Riesig groß. Mhm. Da sind wir hergekommen vielleicht. Nee, da sind wir hergekommen. Okay. Die Mondsteine kann man immer einsammeln, das sind aber wieder diese Horklümpel. Oh, oh. Rätseltime. Oh, Vögeltime oder Fledermäuse.
Feuer, 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 sagen die alle. Feuer, Feuer, Feuer. Könnte das heißen, dass man die feuern muss? Oder ist diese das nur Runen das? Müssen etwas mit dem Schlüssel dieser Tür zu tun haben. Ja, und jetzt die andere? Im Zentrum. Das Symbol schieße leuchtet es, aber der hat ja gar nicht so viel Zeit. Ja, nur nicht im Fight. Im Fight schon. Ah, okay. Ich die müssen alle wirklich gleichzeitig entzünden, bevor sie wieder sein. Ausgehen. Mann, Minu. Ich glaube, ich verstehe. Ich muss schneller zaubern. Und jetzt noch den zweiten von... Nochmal rechts. Das ist mein... Inzentrum. Ah, geschafft. Oh, krass. Das nenne ich Magie. Dorthin muss das alles führen. Was der alles macht in seinem allerersten, in seinem dritten Schultag. Er ist halt auch Auserwählter, ne? Er hat halt diese krassen Skills drauf. Ja, aber was für ein krasser dritter Schultag von ihm? Er hat erst einmal oder zweimal geschlafen. Ja, ja, aber der geht halt auch nicht schlafen, der macht ja die Nächte durch. Ist ein wilder Bursch. Das ist doch... Jemand wollte hier unten keinen Zufallsbesuch haben. Ah, krass. Ich glaube, du musst erst durch diese Türe wahrscheinlich. Ja. Könnten wir machen. Könnten aber auch sagen, fertig mit einer Folge, die Zock. Ich glaube, ich meine, wir schaffen diese Mission auch jetzt noch in 10 Minuten gefinished und dann können wir neu einsteigen, aber es wie du willst. So ja, dann sehen wir mal, wie lange jetzt diese Folge, die Zock, die längste der Welt wird. Also, wir machen die Mission noch. Ja, komm, guck mal, da müsst ihr nur noch hinten seine Scheiße einsammeln und haben wir es schon geschafft. Aber wo und? Da lang. Da lang. So können wir doch jetzt hier nicht die armen Leute sitzen lassen. Da lag was rum. Ob einer meiner Zaubersprüche mir hierbei helfen könnte? Nö. Inzentrum. So nehme ich. Also ich habe Angst da vor rechts. Oh je, Mino. Die andere auch magische Magie oder nicht so? Sehr gut. Die sind schlecht im Feuer auch. Block cooldown. Hä, warum? Ich war doch in dem Block. Nice. Die vorne tänzelt aber ganz schön herum. Oh, die macht irgendwelche Moves. Boah, die macht echt Moves. Soll das nicht? Die verbuddelt sich ein. Soll sich vom Acker machen. Da hinten. Probier mal einen Expelliarmus in die Schnauze. Die war frech. Ein Fangzahn. Machen wir in die rechte Richtung einen Revelio? Da vorne hin? Ob da oder ob da nur böse Spinnen. Ah, da sind nur Spinnen. Wenn du noch weitere fighten willst. Ansonsten würde ich den anderen Weg gehen. Da ist eine Schatztruhe, da muss man sich durchfighten. Aber Schatztruhe ist immer gut. Komm, die kriegt. Die kriegt. Ich glaube, die müssen erst initiiert werden, sozusagen. Initiiert euch. Und wie die dich platt machen wollen. Ja, aber boah, da musst du durchkriechen. Ich glaube, es geht keinen Weg dran. Jetzt sind sie initiiert. Ja. Da ist der Boss. Das ist der Kreuzspinnen-Boss. Okay, ich weiß nicht, ob das so klug war. Okay, du hast direkt eine R1. Zack, direkt kaputt, genau. Oh, schade, das war ein bisschen wasted. Warum, da war da noch einer? Ja, egal. Weiter geht's. War doch gut zu wasted. Naja, die hat halt 16 HP. Und du hast eine Kiste, die 90% Schaden macht. Aber ist egal, ich schaff's auch so. Genau, jetzt musst du einfach gut blocken immer. Ab und zu. Genau. Das verstehe ich nicht, ich hab doch geblockt! Ja, da ist noch eine R1, wenn du willst. Nice. Genau. Schön. Und hier mal einen Roller reinmachen. Die hat noch einen Hit. Alles geht, weiter geht's, weiter geht's. Ich hab geblockt, ich versteh's doch gar nicht. Ich hab Blocke! Die kannst du bashen. Komm, die kriegt richtig. Bam, magische Magie. Gut, das hat gleich. Und die noch ein paar Mal bashen. Protego! War die da? Die lebt noch. Jawohl. 13 Prozent. Jawohl. Und Sammel. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Ganz gut. Ui!
Die Spinnen haben richtig reinbekommen. Da vorne ist eine Kiste. Ich hoffe, wir können sie öffnen. Was ist da? Auch eine kleine Kiste. Eine Kiste mit lecker, lecker. 30 Euro drin. Die große Kiste. Ja, ja. Geheime Geheimsachen sind. Oh yeah. Oh, nee, die geht nicht auf. Okay. Oh ja, da ist bestimmt richtig was drin. Prächtiger Schal in Sina. Ich glaube, das spricht man anders aus. Na gut. Goll. Jetzt haben wir einen prächtigen Schal. Aber wir haben diese Spinnenhöhle hier ausgeräubert. Aber sowas von. So. Ja, wahrscheinlich nach unten, ne? Sieht so aus. Und Steinsuppe. Spinnenboys! Oh. Kreuzspinnenboys! Nice! Von hinten kommt nämlich auch noch einer. Die Range von Incendio ist wirklich mini. Hinter dir steht einer. Ah, geh weg! Und crashen. Und jetzt kannst du ein Incendio draufschneiden auf sie, wenn du sie siehst. So, das ist nah genug. Oder so. Zack, weiter geht's. Das ist das Spinnenlevel. Da musst du wieder flink sein. Ein Rätsel. Nun, Rätsel, sagt er. Bitte kann ich das auch. Oh ja, doch, das ist ein Rätsel, weil... Kommen wir da nicht Luft? Dran? Das ist auch ein Flammensymbol. Flammensymbol, aber ist halt weit weg. Ja, das ist ein Rätsel, da komme ich nämlich nicht dran. Jetzt guck mal, ob du dir an die andere Rand. Das reicht noch nicht, ne? Okay, was ist jetzt noch dran? Das nächste Symbol könnte versteckt sein. Ich seh's doch. Ah, du musst es nur anballern. Du musst es gar nicht. Vielleicht kannst du auch alle einfach nur anballern. Vielleicht brauchst du gar kein Incendio. Ja. Bemerkenswert. Okay, das ist eine Brücke, würde ich sagen. Meine Meinung. Deine Meinung, ja. Okay, weiter geht's. Wenn ich nur mal Spinnen kommen, ey, könnt ihr mir dann erzählen. Ja, es gibt halt immer einen Alternativweg, wo auf jeden Fall Spinnen sind. Aha. Oh, lelele. Ich glaube, ich habe den Alternativweg mit Spinnen. Nee, ja, der ist auch noch. Kannst du hier durch? Nee, ne? Natürlich nicht. Ja, logisch. Make a run for it. Renn einfach weg vor den Spinnen. Und da war auch noch ein Geheimweg. Egal, geh mal weiter. Ja, der geht einmal im Kreis. Geht einmal im Kreis. Ja, musst du das einmal ein Reveal machen. Reveal. Da hinten ist nämlich eine Kiste, nämlich. Fette Kiste. Die haben natürlich überall den geilen Loot versteckt. Geld. Eine unberührte Truhe. Geld finde ich immer am langweiligsten. Schlecksdau war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. Schals mit Brillen. Ja, klar. Ich meine, im Grunde ist ja auch Geld... Geld ist nur ein Schal, der darauf wartet, angezogen zu werden, aber... Geld ist nur ein Schal, der darauf wartet. Ja, Lager fehlt. Ja. Hier musst du natürlich wieder mal zaubern können. Das mach ich gut, dass Jack dort da nicht runtergefallen ist. Will ich auch vorschlagen. Boah, wenn die dich auf der Fläche angreifen, dann wär's aber ganz schön gemein. Ja, sehr gut. Jetzt kannst du drauf. Und dann gibt's da den und links den gibt's. Ach, chillig! Links den nochmal testen, was da passiert. Oh! Da kann man hier noch drauf, aber wollen wir ja vielleicht gar nicht. Ach hier! Sollte. Da kommt bald wieder bereits. Nö, das ist eine nette Kiste. Ja, das nenne ich mal. Das nenne ich aber mal eine nette Kiste. Dann nenne ich einen pfiffigen Fedora. Da bin ich froh, dass wir hingelaufen sind. Aber wo kann er sein? Weil der ist pfiffig ohne Ende. Da ist auch noch einer. Wo? Ah. Ach, man kann den einfach gedrückt halten. Ach krass, okay. Nicht dauernd das zu machen. Da ist noch eine Kiste. Trotzdem hin, Spinnenweben. Feuer zur Not. Incendio! Seltsam. 49 Euro. Geld, ich hätte gedacht, dass Jack an dieser Beute interessiert wäre. Kannst du die looten? Aber es gibt keine Spur von ihm. Ja, da sind doch bestimmt Spinnen drin. Ja. Scheiße. Ah, die sind Loser. Sind nur Schlüpflinge. Du kannst die alle abknallen, die Dinger, die Eier. Nochmal Feuer drauf. Incendio!
Ja, die sind zum Glück schlecht. Aber es schon wieder. Halt mich nicht von meiner Kiste ab, doch. Also unberührte Tür. Jawohl, rahmenlose Brille. Achtung! Der Schlau war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. Jo, der haut denen sowas von auf die Schnauze, ne? Eine Spinne, dann haben wir nicht. Legion! Ins Händchen! So, einsammeln die blauen. Geil, die lebt noch. Okay, was? Kannst du dafür nicht gut durchhuschen. Boah, da sind ja noch mehr Spinnen, oder? So viel zu in 10 Minuten, dass. Ja, ja, weil du halt alle Nebenmissionen. Schnell durchspielen. Jetzt bist du durchgekrochen. Nee, okay, dann müssen wir eh auf die andere, auf die Hauptbrücke. So ein Reduktor oder sowas haben wir noch nicht, ne? Nee, nee. Okay. Expulso. Expulso. Schmulso. Wie kommt das noch? Bam, 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 bam. Macho in mein Maul. Ah, da ist ja noch alles. Aber rechts zu dem. Da wollen wir hin. Ach hier. Ja. Ja, so war gut. Da ist noch mehr eins. Jetzt die zwei kleinen Spinnen. Oh, da kommen noch ungefähr 17. Ach hier. Wo kam die denn? Die hab ich nicht gesehen. Ja, das war so eine Verbuddlerin, glaube ich. Also das sind schon Spinnen. Expelliarmus. Incendio. Nice. Die Verbuddlerin ist nicht so vor, was passiert. Boah. Nein, ich war gerade okay, abgedeckt mit. Soll ich die machen? Wie du willst. Komm. Das finde ich immer magisch. Mit der meinen. Damit schön alle Spinnenfangzähne einsammeln. Und dann da lang. Schön. Reden. Ja komm, scheiß auf den Pilz. Gib den Pilz. Nimm alles mit. Ja. Die Kiste hatten wir schon noch nicht. Nö. Ich bin froh, dass Richard Jackdaw mir etwas hinterlassen hat. Das sieht aus wie eine Arena, da kommt noch ein fetter Kampf. Oder? Falsche Richtung, oder? Kommt man da rechts durch? Nee, doch, war doch die richtige. Oh, oh, hat er gemacht. Oh, kommt nicht hoch. Na, oh, oi. Aber ist richtig. Soll mal? Ja, bestimmt. Okay. Das Wasser? Ja. Da ist sie, die Brücke. Ja, da ist die Brücke. Sie ist fast fertig. Oh, mehr Spinnen. Die können Richard Jack doch nicht enthauptet haben. Ja, hier muss. Hier fehlt noch jemand, der ihn enthauptet hat. Wenn du den Kampf zügig. Ach, hier. Ins Handy. Okay. Nice, R1, jawohl, R1, jawohl. Schön. Links, links sind noch zwei. Oh, das sind die Großen. Oh nein, ich will die nicht! Nö, 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 nö! Komm, ins Handy in die Schnauze, nein. Ah, hinter dir. Was machen? Mach mal L1. Das
Drück einfach mal. Ja. Oh ja! Und jetzt weiterkämpfen. Ach, hier. Im Zentrum. Wow, nice. Eins. Okay, eins. Und umdrehen. Was? Mit der meinen Moment. Haben sich diese Spinnen sicher rasant vermehrt. Okay, nice. Geil, ey. Hui. Spinnenfangzahn. Krass. Oh, wir sammeln aber erstmal den geilen Shit ein. Die sind bestimmt gut. Was? Balla balla. Revelio, Revelio. Da hoch. Revelio. Da unten ist ja noch eine Höhle. Vor allem, naja, da ist halt vor allem der Klotz, den du anschießen musst. Da musst du dich wahrscheinlich gut positionieren, dass du alle drei schnell hintereinander schaffst. Hier ist zwar nirgends ein kopfloses Skelett. Guck mal, Lavendel. Aber dafür kann ich mich wenigstens hier bedienen. Was soll ich? Naja, wir müssen ja wieder diese drei Dinger gleichzeitig anschießen. Ich muss mich nach dem Symbol. Genau, so ist eine gute Position. Erst den, dann den, dann den. Zack. Sagen. Okay. Okay, muss der Taktik doch eher so machen. Nee, das ist zu weit weg. Ja? Ja. Nee, doch. Jetzt oben und dann links. Ah, ah, der hat dich getroffen. Kann ich die markieren? Nee, die kann ich auch nicht markieren. Die sind von jetzt, ja. Von jetzt hin unten, den musst du mit anvisieren. Ja, gut. Ja, Aiming mit der Dings kann ich nicht so gut. Nee, das ist schwierig. Da sind wir doch. Okay. Gehen wir jetzt hier hoch, ne? Mhm. Noch 10 Minuten und dann haben wir dich fertig. Naja, wenn du nicht jede Sidequest gemacht hättest, nicht jede Kiste eingesammelt. Ja, ja. Dann wären wir schon längst näher an Jektors Überreste herankommen. Oh, da ist jetzt noch. Und an die Seiten. Wir noch jetzt den Cliffhanger machen. Kleiner. Da ist nämlich jetzt der richtige Fight da hinten. Das ist jetzt der richtige Fight. Da kommt der richtige Fight. Ja, warte noch, warte da noch, warte noch. Das ist der richtige so Fight. Da kommen 7-8 Gegner. Okay. Da könnten wir jetzt passiert. Einen Cliffhanger setzen. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen klitzekleinen Cliffhanger für diese Hütti-Zock-Folge. Mach uns mal groß. Mach mal groß. Keine Angst, der Stream bleibt noch an. Wir spielen noch ein bisschen. Aber für Hütti-Zock jetzt fertig. Die Folge, die ist auch lang und spannend geworden. Und danke fürs Einschalten. Viele Spinnen. Ich will auch Tschüss sagen. Tschüss. Viele Spinnen. Ciao.